und sowas. Das heißt, also der korrekte Begriff dafür, was ich mache, ist Mediengestalt für Digital- und Printmedien. Oder Film- und Videoeditor, das ist ja, gleicht sich ja an sich, deswegen ist beides. Und da habe ich auch eine Chance auf eine Ausbildung, kann aber nicht verstehen. Aber das wäre cool, weil die genau das machen, was ich halt auch mache. Also YouTube halt. Und das wäre wirklich cool, wenn das klappen würde. Ich hoffe es. Sie haben mir eine 50%ige Chance gegeben. Also, naja, man weiß es ja nicht. Ist halt eine kleinere Firma und die können sowas natürlich nicht versprechen. Die wissen natürlich noch nicht, was in einem Dreivierteljahr ist. Und deswegen, ich hoffe es einfach mal und drücke mir selber mal die Daumen, dass es klappt. Es wäre auf jeden Fall sehr schön. So, ein Geländer will ich jetzt bauen. So. So. Jo. So, perfekt. 46, ich hoffe, das reicht. Achso, er fragt ja noch was. Windows 8 versus Windows 7 versus Windows XP versus Windows Vista. Welches ist das Beste für dich? Also, welches Windows ich am besten fand? Ich habe. Oh, wir bauen ja, also stelle ich mal friedlich. Ich habe ja sehr lange, sehr, sehr lange an Windows XP gehangen, weil ich das wirklich damals dachte, ich das ultimative Windows, auch als Windows 7 und Vista rauskam und so weiter, habe ich immer an XP geklammert. Eigentlich war es auch Faulheit, weil ich mich nicht umgewöhnen wollte und ich halt gut damit klarkam. Aber mittlerweile merke ich, Windows 7 ist wirklich top. Windows 8, ich glaube nicht, dass ich mich da. Also ich klammer jetzt schon wieder so an Windows 7, weil ich es so toll finde. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Windows 8 das Wahre ist. Ich kann zum Beispiel, mittlerweile habe ich auch gemerkt, ich kann nicht wirklich was mit so Sachen wie Smartphones oder Tablets anfangen. Ich hatte mir mal eins gekauft für 100 €, das war auch nicht das Beste, aber für die Sachen, die ich daran gemacht habe, hat es gereicht. Also das heißt, Filme gucken, kleine Spiele spielen, mehr nicht. Und ja, ne. Aber es war irgendwie nicht so das Wahre. Und ich habe es dann auch wieder verkauft und vermisse es auch nicht. Also ich bin da einfach nicht so der Typ für. Ich habe immer noch so ein altes, wie ist es, Sony Ericsson 810i. Und damit bin ich total zufrieden. Und werde es auch, denke ich, weiterhin sein. Ich glaube, wenn das kaputt geht, hole ich mir nochmal eins. Einfach aus Prinzip. Ja, wir brauchen noch Holz. Also, Zäune. Ja, und deswegen, Windows 7 ist momentan mein Favorit. Und Windows 8 werde ich erstmal nicht anrühren. So, Sticks, Sticks, Sticks. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Okay, 42 nochmal. Ich hoffe, das reicht jetzt. Nächste Frage. Einmal Connor fragt, wie bist, oder ein X-Connor fragt, wie bist du auf Tornado, Mod und so weiter gekommen und wie stehst du zu deinen Abonnenten? Tornado Mod bin ich zugekommen. Ich habe ein bisschen im Minecraft Forum gesucht nach Mods und da kam der Tornado Mod. Oder war das? Also so finde ich meistens die Mods, oder? Oder hat mir den sogar ein Abonnent vorgeschlagen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, zu meinen Abonnenten, wie stehe ich dazu? Ja, wie wohl? Würde man sagen, Geldmaschine. Nein, natürlich nicht. Nein, ich freue mich über jeden Abonnent und über jedes Kommentar und über alles Mögliche. Und ich bin immer noch voll zufrieden mit meinem Kanal, obwohl ich jetzt auch weniger Aufrufe kriege, aber das ist mir eigentlich recht wurscht. Obwohl ich es halt schade finde für die Leute, die mich immer noch weitergucken würden, halt nur meine Videos nicht mehr angezeigt bekommen, weil das ist ja das Hauptproblem. Natürlich, viele gucken mich auch nicht mehr, weil es langweilig wird, das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber naja, trotzdem, ich bin dankbar für jeden Abonnenten, da wird sich, denke ich, auch nichts dran ändern. Und ja. So. Jo. Ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht nochmal unterbrochen, aber kann passieren. Aber gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Jo. Nein, jetzt habe ich. Ah, Gott, ich sehe nur die Hälfte von dem zweiten Monitor. Ja, ich habe zwei Monitore. Ich gehe gerne an. So, jetzt haben wir es wieder. Schmitzi99 fragt: Kannst du irgendwelche Fremdsprachen, zum Beispiel PHP, HTML, Java, JavaScript, Perl, C++, Französisch, Spanisch, Robot Carol, XHTML? Ich kann Englisch. Ja, so sollen sie, wo sie können. Ich hab mal, wollte mal anfangen, C++ zu lernen und habe dann ungefähr nach 5 Minuten aufgegeben. Nein, ich habe sogar ein bisschen länger. Ich habe einen Taschenrechner programmiert, ja.
Aber dann habe ich es gelassen. Nee, war mir dann doch zu viel, so für zwischendurch. So, erstmal kurz überlegen, was wir jetzt machen. Fackeln, ja, das geht auch schnell. So ein bisschen ausleuchten halt. So und so. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Deswegen wäre es schade, jetzt die Folge zu beenden, obwohl es auch reichen würde. Aber was können wir jetzt machen? Ich würde den Hundekopf noch gerne ausbauen, aber ich weiß nicht wie. Oh, wie schön. Da kommt man rein und hat die Sonne vor der Fresse. Was kann man hier noch machen? Ja. Kann man da noch was? Man könnte Bilder haben. Haben wir Wolle? Bilder könnte man aufhängen. Ja, bauen wir das erstmal zu hier und holen mal irgendwie Wolle. Vielleicht finden wir welche. Jo, und dann geht auch los schon nicht in Frage. Oh, Galaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat ganz viel gefragt. Wirklich viel. Ah ne, er hat doppelt gepostet, also es ist nur halb so viel, aber trotzdem viel. er fragt, hallo, Mr. Gamecraft, meine Frage an dich lautet, wie bist du zum Let's Play gekommen? Ach nee, komm bitte, ich habe das schon so oft beantwortet. ich sag mal so, wenn ihr das nächstes Mal den Livestream von mir und Lord Toad guckt, wird es wahrscheinlich wieder oft genug erklärt, weil die Frage da auch sehr, sehr oft kommt. Ich habe es auch wirklich in Let's Play schon ganz oft gesagt, deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich denke, das wissen die meisten. Macht dir das Let's Play überhaupt noch Spaß? Ja, es ist immer noch ein großes Hobby von mir. Vielleicht merkt man es mir auch irgendwie nicht an, weil ich manchmal erzähle, ja, wenig Zeit und so. Aber das ist wirklich wenig Zeit. Das hat nichts mit Lust zu tun. Ich mache das immer noch sehr gerne. Und momentan habe ich Urlaub, deswegen kann ich halt wieder viele dieser Folgen hier rausbringen. Und wobei ich auch sagen muss, ich spiele so viel DayZ, das ist unglaublich. So viel habe ich ein Spiel noch nie gesuchtet, ehrlich gesagt. Ist an sich auch ein bisschen blöd, weil ich wirklich zu viel Zeit reinstecke, aber mir macht es immer noch Spaß. Aber wenn es wieder langweilig wird, dann ja, spiele ich es halt nicht, ne? So ist das halt. Aber ja, mir macht das Let's Play definitiv noch Spaß. Sonst würde ich es auch nicht machen. Wenn es mir keinen Bock mehr macht, dann höre ich auf. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall irgendwann sein wird, weil ich habe so viel Spaß dran, ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwie gehen zu lassen. Und nö, ja, das ist Spaß, definitiv. So, was wollten wir? Wolle, ne? Wolle, wolle, wolle. Haben wir echt keine? Oder übersehe ich das? Haben wir keine Wolle, da müssen wir erst Schaf suchen. Naja, wenigstens eine Beschäftigung, ne? Ha. Nee, okay. Wahrscheinlich habe ich eh was übersehen. Achso, dann könnten wir uns aber wenigstens eine Schere noch bauen. So. Okay. Gut. Okay, ach, das ist schon seine letzte Frage, das, oder? Ja, ist seine letzte. Okay, aber trotzdem. Die wichtigste Frage von ihm, würdest du mit den Let's Playen aufhören, wenn noch weniger als im Moment dir zugucken, beziehungsweise die Let's Plays gucken? Nö, kommt drauf an, wie viel weniger, wenn es nur einer guckt. Ich meine, für den einen, yay, aber ich weiß nicht, das ist halt immer noch ein ziemlicher Aufwand und wenn es keiner mehr guckt, ist natürlich auch die Motivation weg. Das ist ja so, als wenn du alleine spielst. Deswegen, aber ich würde ab einer, das, ja, also natürlich würde ich es weitermachen und hätte noch weiter Lust drauf, aber wie gesagt, wenn nur einer zugucken würde oder ich merke irgendwie, keiner hat mehr Bock auf den Scheiß, dann würde ich es natürlich lassen und vielleicht, aber ich würde mich wahrscheinlich anders bei YouTube irgendwie versuchen, groß zu machen, vielleicht, mich nur noch auf Cinematic-Filme konzentrieren, halt mit Story und alles. Aber ja, da es eh nicht, denke ich, so schlimm kommen wird. Aber ich würde immer noch, auch bei 100 Zuschauern, das würde ich immer noch weitermachen. Das würde sich für mich auch schon. Ich würde es immer noch machen. Ne? Gut. Ah, er sagt schon, wenn ein Thema schon mal angesprochen wurde, hat er noch geschrieben, dann soll ich mal sagen, welches. Das mit den Let's Playen, das findest du in so vielen Videos, aber ich kann dir nicht sagen, welches. Switch einfach mal durch oder. Ach komm, ich erkläre es kurz.
Let's Play gekommen, Cold Mirror, Minecraft gesehen, dann Tutorials iOS oder halt bei Pondy Zock gesehen, selbst angefangen, Juhu, Abonnenten und dann habe ich es weitergemacht und dann, yay, das war's. Jo, haben wir das auch abgehakt. Dann MS Max Schroter, der, oder Schröter, der fragt dann jetzt halt sehr, sehr viel. Machst du mal irgendwann einen Multiplayer-Minecraft-Server für Abonnenten auf, wo du zum Beispiel die Tornado-Map reinmachst und selber drauf spielst? Nein, aber vielleicht ja mal für Apocalyptica Story. Das hatte ich letzte Folge schon angesprochen und das würde ich jetzt auch nicht nochmal ansprechen, weil es ziemlich viel zu labern ist. Deswegen einfach mal, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, letzte Folge vom Tornado-Mod angucken. So recht gegen Ende habe ich das angesprochen. Das ist alles noch in Planung. Ich wurde auch schon angeschrieben von jemandem, die mir den Server hosten können und ja, momentan komme ich nicht so richtig zum Gespräch. Aber das hat ja alles Zeit. Aber ja, was ist dein Lieblingslied? Oh mein Gott. Ja, Musik ist bei mir so die totale Zufallsdings.